Schokolade, süß und cremig. Wir alle lieben sie, die vielfältigen Köstlichkeiten aus Kakao. Doch der Gewinn aus ihrem Verkauf kommt oft nicht bei den Kakaobauern an. Sie sind von den schwankenden Weltmarktpreisen abhängig und dadurch Unsicherheit und Armut ausgesetzt. Anders ist es bei den Kakaoproduzenten, die Fairtrade zertifiziert sind. Der Kauf von Kakaoprodukten, die nach den Kriterien des fairen Handels produziert werden, hilft den Kakaobauern, die in den ärmsten Ländern der Welt ihre Arbeit verrichten. Der Kakaoanbau ist nur in einem dünnen Band rund um den Äquator möglich. Die Anbaugebiete von Kakao liegen in Südostasien, in Westafrika, in der Karibik und in Lateinamerika. Ein wichtiges Anbaugebiet von Fairtrade Bio-Schokolade ist die Dominikanische Republik. Der Kakao kommt aus dem Landesinneren, zum Beispiel von Kleinbauern der Genossenschaft Coopo Agro. Hier haben sich 1600 Bauern zusammengeschlossen, um den hochwertigen Fairtrade Bio-Kakao zu produzieren. Entiendo que Comercio Justo es una organización importante, especialmente aquí en nuestro país. Comprende de, en particular para nuestra empresa Coopo Agro, porque los beneficios, sus actitudes, su manera de pensar, su criterio, entendamos que están muy relacionados y están enmarcados a lo que llamamos la clase pobre. Die Kleinbauern der Genossenschaft Coopo Agro erhalten durch den fairen Handel angemessene Preise für ihren Kakao. Zusätzlich erhalten sie eine Fairtrade-Prämie, mit der wichtige Projekte realisiert werden können. In den Dörfern werden mit der Fairtrade-Prämie Schulen unterstützt. Die Schüler profitieren von einem besseren Unterricht, das Bildungsniveau steigt. Vor allem auch die Kinder benötigen eine gute medizinische Versorgung. Mit der Fairtrade-Prämie richtete Coopo Agro eine Arztpraxis auf dem Land ein. Hier können kostenlose Beratungen, Untersuchungen und Behandlungen in Anspruch genommen werden. Der Bedarf an solchen Kleinkliniken in Dörfern ist noch lange nicht gedeckt. Y esas comunidades que son muy necesitadas, que necesitan esas clínicas para sus primeros auxilios, ejemplo, no tienen que transportarse, se les dificulta irse al hospital por medio, porque le falta ayuda económica. Mit den Einkünften aus dem fairen Handel und der Fairtrade-Prämie lassen sich auch wichtige Infrastrukturmaßnahmen realisieren. So wird zum Beispiel am Zusammenfluss dreier Flüsse eine Brücke erbaut. Diese Brücke garantiert auch in der Regenzeit die Verkehrsanbindung von über 200 Familien. Medizinische Notfälle können jetzt jederzeit aus dem Regenwald in die Stadt transportiert werden. Die Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere von Straßen, ist für die ländliche Region sehr wichtig. Auch der Zugang zu sauberem Wasser für die Gemeinden wird nach und nach bereitgestellt. Die Fairtrade-Prämie unterstützt den Bau von Trinkwasserspeichern in den Dörfern. Durch den fairen Handel und die Fairtrade-Prämie sollen zukünftig auch kleine Wirtschaftsbetriebe gefördert werden. Im Dorf Loma de Jaya stellen Frauen Schokolade, Kakaowein und Kakaomarmelade für den lokalen Markt her. Las metas que queremos lograr con esta empresa es crecer para ser más, o sea, para desarrollarnos y ser un día una gran empresa para mejoramiento de nuestras mujeres. Die Herstellung von Kakaoprodukten für lokale Märkte bietet den Frauen und Familien ein zusätzliches Einkommen. Die Menschen finden so einen Weg aus der Armut. Jährlich wächst der Anteil an Bauern, die nach internationalen Fairtrade-Standards und biologischen Kriterien Kakao anbauen. Coopo Agro lässt daher neue Trocknungsanlagen für die Kakaobohnen errichten. So können immer mehr Bauern ihre Ernte bei der Genossenschaft abliefern. Es importante porque por medio de Coopo Agro es que hemos ido cambiando el sistema de la agricultura.
Sí, anteriormente lo que recomendaban a uno era productos químicos, abono, insecticida. Y después que se formó la cooperativa, lo que se aconseja son productos orgánicos. Äste und Fruchtschalen dienen im Bio-Kakaoanbau als natürlicher Dünger. Die Felder sind Mischkulturen. Bananenstauden, Kokospalmen und andere Pflanzen sind hier zu finden. Naturschutz und der Schutz der Artenvielfalt ist den Bio-Kakaobauern wichtig. Die Kakaobauerngenossenschaft Coopro Agro ist demokratisch organisiert. Über die Verwendung der Fairtrade-Prämie wird gemeinschaftlich abgestimmt. Auch dies ist Teil der Fairtrade-Standards. Der Erfolg von Coopro Agro und ähnlichen Kooperativen von Kakaobauern weltweit hängt nicht allein vom Engagement und der verantwortungsbewussten Arbeit der Kleinbauern ab. Er hängt auch davon ab, ob sich die Konsumenten und Konsumentinnen in Deutschland für fair gehandelte Schokolade entscheiden. Mit dem Kauf von Fairtrade-Kakaoprodukten können wir Kleinbauern und ihren Familien rund um den Äquator helfen, sich aus der drückenden Armut zu befreien. Es liegt in unserer Hand.